Hallihallo und Tüdli zusammen und willkommen zu einer neuen Runde in A Plague Tale Requiem mit Amicia, die gerade auf der Flucht vor dem Grafen ist. Und deswegen starten wir jetzt hier im Pausenmodus, weil ich jetzt direkt weiter auf der Flucht sein werde. Ja, und wir hoffen mal, dass ich dem Typen heute entkomme. Mal sehen, wie es mir gelingt. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Okay, wo muss ich hier lang? Ah? Krach machen, okay. Da ist was zum Aufmachen, oder was ist das? Oh, verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Oh nein, da ist er nicht wieder. Du wirst nachlässig. Nee, dann muss ich aufhören. Also. Oh nein, geh weg, du. Du machst zu viel Lärm. Du sitzt hier im Ducken. Ja, aber dann schleiche ich doch. Dann komme ich den doch auf jeden Fall nicht mehr. Amicia, versteck dich nicht. Okay. Komm heraus. Schauen wir mal, wie lange das jetzt gut geht. Gar nicht lange gut. Siehst du, das meine ich doch. Das ist doch scheiße. Wie soll ich denn so bitteschön weglaufen können? Das geht nicht. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Ach, das ist auf beiden Seiten, oder was? Oh, da muss ich... Oh Gott, wie soll ich denn beide machen, wenn der mir die ganze Zeit am Popo klebt? Verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Okay. Ja, und ab. Ja, nee, kannst mich mal. Garantiert nicht. Garantiert nicht, du. Da bist du auch nicht sicher. Stell dich. Ja, der weiß, wo ich bin. Vielleicht hier irgendwie rein. Kein Ausgang. Was? Verstecken. Ich höre dich. Du kannst mir nicht entwischen. Da bist du ja. Echt uncool. Echt Weiter. Uncool, ja. Du schaffst das. Wo ist er denn? Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Zellen einsperren. War ich nicht gerade in so einer Zelle drin? Wie soll ich denn hier? Ach so, warte mal, vielleicht kann ich den ja hier einsperren. Moment mal, da muss ich mich aber echt schnell bewegen. Ne? Ach, da bist du. Du sitzt hier. Wo bist du? Komm her, komm. Du durch. Leise. Da. Ich muss ihn einsperren. Wehre dich nicht. So, und jetzt das Ding weiter kurbeln oder was? Nee, nicht wahr? Ist das das Richtige? Ich weiß es jetzt nicht. Vertrau mir! Halt deine Klappe! Schneller! Na los, komm schon! Ich weiß nicht, ob ich beide Seiten aufmachen muss oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Da ist er wieder. Komm her! Ui. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch aufregender. Da ist noch so eine Tür. Vielleicht kriege ich ihn hier auch eingesperrt. Boings. Wo bist du? Hier. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas. Sie sind alles, was zählt. Nein, andere Richtung, blöde Kuh. Wo bist du? Ja, andere Seite, scheiße. Ich habe lange nicht mehr gejagt. Seit ich im Verdammtes Geräusch! Du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Los, los! Ich töte dich! Aber ich glaube, die andere Seite muss auch noch auf, oder wie? Also schätze ich mal. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Versteckst du dich? Ich
dahinter? Ach, ich kann ihn nur einmal einsperren. Wie arschig. Scheiße. Was ist denn mit der anderen Tür? Ist das auch so? Hoffentlich nicht. Ich will die auch noch aufmachen können. Sonst muss ich einfach mal hier reinlaufen. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich. Hätten meine Männer bloß deine Entschlossenheit. Hier vielleicht. Halt deine Klappe! Oh, Gott sei Dank. Du hast es geschafft. Oh, du erinnerst mich an alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Was ein Kacktyp, ey. Ich kann nicht. Was? Nicht ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Ich hoffe, Sophia hat es wenigstens zum Hafen geschafft. Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Die ist so krank. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Nee! Lukas! Ey, du Blöder! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Mit gebrochenem Arm, super. Oh je, das geht doch nicht irgendwie. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst? Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Oh Mann. Ich muss wieder schnell reagieren. Scheiße. Ich weiß nicht, wo meine Tasten sind. Es brennt ein Feuer in dir. Klappe Locke. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet zu viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Oh shit. Wozu denn das alles, wenn ich jetzt eh sterbe? Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Nein! Hört auf! Meine Bitte, Haare. Hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder?
ist er genauso gaga, ey. Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden. Muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Oh nein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Scheiße. Amicia? Mama? Oh, es wird echt rau hier, ne? Ich fühle mich so... noch rauer als sonst. Jetzt spielen wir Ugo, ha? Huh? Gott. Ja, Amicia? Scheiße. Mama? Ey. Ich hoffe, Amicia lebt noch. Ich finde Amicia. Amicia? Lukas? Wo seid ihr? Da hat die Kranke echt die Mom umgebracht, ja? Wo sind denn nur alle? Schade, die wollten alle endlich eine richtige Familie sein. Jetzt hat er nur noch Amicia und Lukas. Mama tot. Scheiße, ey. Oh, Amicias schöne lange Haare sind jetzt auch Geschichte. Ich meine, gut, ich glaube, die sind ihr sowieso nicht so wichtig, aber trotzdem. Und dann ist sie ja noch schwer verletzt worden mit dem Schwert. Ui, ui, ui. Vielleicht lebt die noch. Aber sonst ist der Kleine echt am Arsch, ne? Der braucht die. Der braucht die so dringend. Oh, mein Kopf. Naja, ich sehe schon, gleich ist wieder Rattertack. Ist das ein Traum? Nein. Das ist echt. Oh, da ist jemand. Ja, wieder die Sekte der Bekloppten. Ach, du Scheiße, ey. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Viktor, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Viktor, bring ihn zurück, du bitte! Du krankes Stück, ey. Oh je. Jetzt dreht er durch. Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Sie steckt fest. Erledige sie. Ruf mehr. Sie wollen Blut! Hier ist dein Blut! Fress für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Sie tut mir nichts mehr zurück!
zu nah. Ah nein, scheiße. Ich hab nicht mehr auf die geachtet, scheiße. Ich hab gedacht, ich muss da auch irgendwie. Na gut, nochmal. Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Geschützte Greifen um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Steht! Ihr werdet alle sterben! Nein, das ist ein Fehler! Tötet das verdammte Mädchen! Kocht erst, was es wolle! Ja, kommt! Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Zu nah! Die sind hier zu nah! Das hast du davon. Lass mich los! Nein, die Menschen brauchen euch doch. Herr. Das hast du davon. Ihr werdet diese Insel nie verlassen. Wir sehen. Ich beende das. Nein. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Aber gut, alles in dem Spiel kommt irgendwie unerwartet. Ach, Lukas, schön, dass er wieder Amicia? Da ist. Amicia, wo bist du? Ich bin hier. Nee, ne? Nein! Oh Gott, ich dachte schon. Oh, danke, danke. Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Oh, ey, das ist echt, übel. Und die arme Mutter auch noch gestorben. Aber der Gräfin habe ich jetzt gerade echt diesen Tod gegönnt. Und auch dem Grafen, dass er es mit ansehen musste. Ganz ehrlich, ey, was sind das für skrupellose Menschen, die eine Familie so terrorisieren und ein Kind quälen und sogar die Mutter töten, ey. Nur zum Eigennutz. Bitte, Hugo. Sag doch was. Der ist jetzt total traumatisiert. Der ist am Ende. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur,
Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt tief Luft und steh auf. Na, der hat ja nicht alles mitbekommen, was wir alles mitmachen mussten. Der war die ganze Zeit nicht dabei. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Wegen des Geräuschs, der Kleine. Aber mehr macht er wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist eher wie so ein Roboter, ne? Oh. Also ich muss sagen, ich würde jetzt langsam auch die Hoffnung verlieren an Amicias Stelle. Ich kann also verstehen, warum sie jetzt auch sagt, gibt keinen Frieden mehr und so. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Kleine, alles voll gut? Emotionslos. Oh. Dann komm. Hugo, gehen wir. Ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Hey, das ist voll runterziehend gerade mit dem Hugo irgendwie. Man hat ja irgendwie immer noch seine Nein. Sein kindliches Ich irgendwie hat er ja da die ganze Zeit noch irgendwie so. Na ja, los. Hoffnung einschöpfen alles lassen. Wird ne? Man helfen. Hat alles für ihn getan und du so. Du brauchst es. Und jetzt ist der so monoton und ach, ich weiß auch nicht, das ist alles irgendwie so schade. Was hatte der für eine Hoffnung in die Insel? Und jetzt ist er noch viel gebrochener, als es vorher war. Es muss hier irgendwo rausgehen. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch, ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut. Aber geh nicht zu weit. So, komm ich denn in also, Hugo, ich glaube, nein. Du hörst mich. Versperrt. Tut mir leid. Ich kann es von hier ich nicht muss bewegen. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula... sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Wie komme ich denn da ins andere Stockwerk? Darf ich mir deine Augen ansehen? Aber hier kamen wir gerade her, oder nicht? Ja. Also so komme ich bestimmt nicht ins andere Stockwerk. Auf der anderen Seite gehen irgendwie. Ist hier. Aha, da muss ich hin. Ich verstehe. So, aber das heißt, ich muss da irgendwie lang. Ja, ich komme hier nicht durch, ich weiß. Ah, ich weiß wie. Hier. Weiter. Gates. Na los!
so, warte, ich weiß. Glaube ich. Denke ich, hoffe ich. Ja. Halt durch. Du musst durchhalten. Ja, jetzt Schmerz. Hugo, wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. If you're happy and you know, clap your hands. Das war jetzt nicht sehr angebracht, ne? Gib acht! Wir versuchen hochzuklettern. Ja! Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Ich bin auf der letzten Schulter. Super. Nein! Oh, ich wollte das nicht überspringen. Scheiße. Ah, sehr schlau. Na gut, jetzt sind wir wieder hier. Und wir haben keine... Oh nein, wir haben keine Sophia, die uns hier den Weg ebnen könnte, ne? Ich glaube, der Lukas, der kann das nicht. So, man sieht mal wieder nichts. Das ist wieder super. Gucken, ob ich irgendwo was... Nein! Irgendwo was finde, wo ich dran klatschen kann. Sieht aber nicht so aus. Ei, scheiße. Das alles nur, weil ich nichts übersprungen habe. Oder kann ich das einfach mitnehmen? Ah, sehr schön. Was ist das denn für ein Geisternebel, Alter? Bleib nah dran. Überall. Achte auf die Fackel. Ja. Hey, Vorsicht! Was ist? Sehr uncool. Das habe ich gemeint. Der Nebel. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Scheiße. Zu mir. Wie weit komme ich da jetzt? Sehr weit. Vorsichtig! Das ist echt. Die Wirkung lässt bald nach. Ist meine Fackel weg? Oh nein! Was soll ich sagen? Warum lebe ich denn noch? Aber ey! Hugo hat einen Ton von sich gegeben. Er hat geschrien. So, hier sind Dämpfe, da soll ich nicht rein, sagt er. Aber Problem ist, ist ja da wenigstens drumherum. Vorsicht, da ist noch mehr. Ich sehe sie. Hier so ran. Ah, vorsichtig. Diese, das ist echt schlimm. Er meint diese, hier diese pulsierenden Dinger da, Scheibe. Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er das gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Oh je. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Jetzt macht uns Hugo noch selber Probleme. Scheiße mit den Ratten. Oje, oje, oje. Warum ist das hier der richtige Weg? Überall leicht. Oh nein, der Superblock. Heile nochmal. Wir müssen vorsichtiger sein. Meint er. Ich kann ja wohl schlecht um die Ecke gucken, oder? Boah. Lukas, da vorne ist was. Oh, der ultimative Ultra-Superblob. Oh Gott, der Blob des Jahrtausends. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Hey! Ich warte. Gehen wir, Lukas. Los! Ja,
Komm, Hugo. Nein, ich warte. Worauf? Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! Oh, jetzt geht das wieder los. Ah, bleib dicht an der Wand. Ja. Schnell, ihr stürzt doch alles ein. So dicht, dass sie dagegen laufen muss, muss man auch wieder nicht sein. Oh, jetzt wieder falsch herum. Ah, guck mal, Lukas hilft mir. Ist doch nett. Nicht zurückschauen. Rennt. Nicht zurückschauen. Da geht's runter. Nicht nach rechts. Runter, schnell runter. Oh, das ist übel. Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen. Los, rennt so schnell ihr könnt. Ich will euch mal nichts anderes. Oh, Platsch, Platsch. Verdammt seid ihr! Ihr verschwindet hier! Platsch. Ihr bekommt sie nicht! Platsch. Hört ihr? Es ist vorbei! Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Wow. Atmen. Atmen. Das muss Hugo zerstört werden, damit der Hugo frei ist. Die Makula ist doch das, was ihn fertig macht, wa? Siehst du? Da ist noch Licht. Meint er? Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Ja, hoffentlich tun wir das bald. Und Sophia ist hoffentlich dann auch noch da. Cool. Aha. Was ist das alles? Okay, Moment mal. Bewusstsein. Aha. Amisa verbessert die Körperhaltung, um Objekte weiter zu werfen. Schneller nachladen. Und Material zurückhalten ist, zurückbekommen ist natürlich auch super. Aber nichts davon kann ich gerade freischalten, wie es aussieht. Oder ist das dann einfach freigeschaltet? Und das zeigt mir das einfach nur. Weiß ich jetzt nicht. Ah, hier kann ich... ja, okay, das ist... Neues. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, an der Stelle machen wir jetzt mal wieder einen Cut. Und war ja auch ganz schön nervenaufreibend. Echt schlimm, dass die Mom jetzt tot ist. Oh, es tut mir so leid für den Kleinen. Und jetzt ist er auch noch total traumatisiert. Echt scheiße. Naja, Leute, würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr das so empfunden habt. Und mir vielleicht auch einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um rauszufinden, wie es hier weitergehen würde in der Black Tail. Und ich freue mich auf euch auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, eure Natzen. Bye!